Da sind wir wieder, wisst ihr noch? Wir grübeln an dieser Gnade, was ist des Rätsels Lösung hier an diesem Ort der Dunkelheit inmitten des Nichts. Wir gehen nochmal zurück, falls ihr die letzte Folge gesehen habt, werdet ihr wissen, was wir jetzt tun. Wir gehen zurück zu diesem Geist, der da am Ende dieses steinernen Konstruktes sitzt und seit unbestimmter Zeit in kniender Position irgendwas faselt. Wir hören nochmal genau zu. Vielleicht gibt es da nochmal einen Hinweis. Bitte gewährt mir den Mut. Okay, Mut kann ja auch immer was mit zu euren Füßen zu fliegen. Ja, okay, komm. Jetzt ist es eindeutig. Okay. Mut, Füße fliegen. Tschüss, ich mach das jetzt. Ich glaube, es funktioniert. Tada! Ja. Okay. Mut, Füße fliegen waren natürlich einige gute Hinweise. Ich habe fast das Gefühl, dass hier jetzt ein Boss kommt, ehrlich gesagt. Es ist eindeutig, es ist doch eine Boss-Arena. Erzähl mir doch keinen Quatsch. Es ist eine Boss-Arena, 100 Pro. Tauch auf, aus der Suppe, komm. Tauch auf, komm, zeig dich. Jetzt spratzt... Oh. Fuck, was ist das? Pegasus? Oh, nee, wir wollen nicht in Ruhe lassen, ne? Pegasus! Okay. Wie verzögert willst du sein? Ja. Ist mir egal, die mach ich easy. Die Waffe ist schon perfekt gegen den. Das fühlt sich fast an wie Cheesen, ehrlich gesagt, mit der Waffe. Ich gebe dem jetzt einfach 10 von diesen. Und dann ist vorbei. Der hat ein Pferdchen. La 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 la. Sanft schweben wir hinab. Die Füße von St. Helena warten am Grund auf uns. So, ich schnapp mir schnell mein Seelenzeug und das war zu spät. Nein, war nicht zu spät. Also Mist, ganz ehrlich, so spielen Mages, oder? Was ich hier gerade mache, ist ein Mage-Spiel. Das ist ja fast schon lame. Huch, was habe ich gemacht? Ich habe Mokes Dings benutzt. Das hatten wir gerade schon, diesen Ablauf. Oh, Spratzangriffe. Spratzangriffe mag ich überhaupt nicht. Spratzfeuer. Oh Gott, ist mich nur gefrostet. Wieso denn Frost? Okay. Ich einfach nicht zum Angriff komme. Ich werde immer dran gehindert. So, okay, das ist ja wirklich Quatsch mit Soße. Wieso denn Eis? Die Waffe ist aber super. Die ist komplett imbar. Das ist wirklich lächerlich. Ich spiele ja eigentlich immer Nahkampf, aber das, also wenn
das mir im Ansatz ein Gefühl dafür gibt, wie Mages spielen. Das ist ja... Kennt ihr so Spiele, wo man dann so angeben muss, wollt ihr nur den Geschichtenmodus, quasi nur eine interaktive Geschichte, oder wollt ihr auch, dass es gefährlich wird? Und ich glaube, es gibt hier manche Builds, ich spiele auch Bloodbuild, das ist auch natürlich jetzt auch ein bisschen leicht in einigen Konstellationen, aber es... Also, das ist ja wirklich frech. Nur, dass ich halt einfach den Zauber nicht machen darf. Mein zauberhaften Zauber. Guck mal. Spratzung. Ich muss nach vorne rollen, glaube ich. Ja, und tschüss. Oh Gott, das ist nervig. Ich bin gefrostet. Schockgefrostet. Und? Der hätte ich mich heilen müssen. Okay, die lassen halt relativ wenig Angriffsfenster und dadurch, dass meine geile Imba-Welle sehr lange zum Aufladen braucht, ist das gar nicht so einfach. Und ich bin sehr unbeweglich, weil das so ein tiefer Tümpel ist. Aber das wird schon werden. Ich darf nur nicht ungeduldig sein. Und bei diesen Flammen muss ich einfach dann besser ausweichen. Das habe ich jetzt wirklich amateurhaft ignoriert, dass ich da vielleicht in die Flamme reinrollen muss oder so. Aber ich bin ganz entspannt. Ich könnte noch jetzt ein Frostschutzmittel einwerfen. Es gibt ja so... Warte mal. Sowas, ne? Wie lange hält das? Geben mir nicht viele Angriffsfenster. Auch das wieder komplett zerschreddert. Schweine. Ein Wichtig. Jetzt habe ich kein Dings mehr. Ah, fuck. Ah, jetzt habe ich keine Mana mehr. Oh Gott. Ich bin Panic Worlds. Sei doch mal einfach entspannt. Sei doch entspannt. Mit R1, R2 greifst du an. Ja, dankeschön. Dankeschön. Ich spiele tatsächlich die ganze Zeit ohne Angreifen. Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig gekennzeichnet habe im Streamtitel.
Aber ich spiele Elden Ring durch ohne Aggression. Ich spiele einen Pazifisten ran. Keine Ahnung, ob ihr das alle wusstet, aber ich weiß gar nicht, ob mir das präventiv jetzt was bringt. Lindert die Belastung durch Frost oder ob das erst was bringt, wenn ich... Oh Gott, da hinten ist mein Essen. Muss ich auch noch zu meinem Essen rennen. Guck mal jetzt, wie weit das weg ist. Ach, warte mal. Ich hab das Schwert die ganze Zeit in einer Hand. Warum denn? Okay, das war jetzt blöd. Egal, ich bin entspannt. Ganz entspannt. Was kosten? Nee. Kost von Bloodborne ist der nervigste aller Zeiten, finde ich. Ich meine, wenn ich mich jetzt nochmal, ich habe ja ein bisschen was gelernt. Bloodborne war ja, glaube ich, eines der ersten Souls-Spiele. Ich weiß gar nicht, war das das zweite, was sie noch nicht gespielt hatten? Was mein, oh, da hinten, meine Güte, ist das weit weg. Jetzt habe ich es... Soll ich mal auf meine Seelen eigentlich scheißen? Ja, ich scheiße. Ich scheiße meine Seelen. So, jetzt bin ich befreit. Jetzt muss ich mich nicht mehr um meine Seelen kümmern. Es waren am Ende wie viel? 100.000 oder so. Ist egal. Das ist nicht mehr so viel. 100. Wieso hab ich. Jetzt bin ich zweihändig. Wieso bin ich die ganze Zeit einhändig? Wird man immer in die Einhändigkeit zurückgesetzt, wenn man stirbt? So, jetzt war's das aber auch. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren, die Seelen sind weg. Tschüssikowski. Vor Dark Souls 3. Nach Dark Souls, nee, vor Dark Souls 3, oder? Wir haben ja nicht Demon's Souls gespielt und hatten wir dann direkt Bloodborne? Ich weiß es nicht mehr genau. So, jetzt liegen sie vor meiner Nase, wo ich sie nicht mehr brauche. Aber ihr habt recht, ihr erinnert mich komplett an Koss. Jetzt wo ihr es sagt, so von seinem Aussehen, dieser komischen Keule und so, das, und mit seiner Wildheit, das ist 100 Pro, ist das Koss, ihr habt völlig recht. Das ist, oh Gott, jetzt habe ich jetzt, toll, jetzt habe ich PTSD, na danke. Au, au, das ist eventuell das Ende. Und... Ah! Oh. Ey, das ist... Jetzt habe ich einen komplett... Jetzt habe ich einen Koss vor Augen. Spornt mich das an oder schreckt mich das ab? Ja, den legen wir gleich. Ich finde ihn gar nicht so krass. Der ist halt natürlich jetzt sehr wild und hört wirklich... Es ist original 1:1 Koss. Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Es ist 1:1 Koss mit einem Pferd. Das ist ja faszinierend.
Können wir irgendwann auch mal. Ey, das ist Kacke. Nein! Ey, du Kacken, Kack. Da kam ich nicht mehr weg. Da kam ich nicht mehr weg. 1-2 Test. Da hänge ich fest. Im Sud des Grauens schenkeltief. Zog das zähflüssige Gebräu an meinen Knöcheln, hinderte mich wegzukommen, hielt mich fest. Das habe ich leider vergessen. Nein. Und. Zu früh. Ah, egal. Und der seitliche? Kommt der seitliche? Ja. Ja. Riech einfach richtig Kacke. Oh, da kam der Kackelnackel, ey. Aber, okay, easy peasy, lem squeezy. Die Zeitfenster für die Holy-Attacke sind relativ eng bemessen, aber wir schaffen das gleich, gar kein Problem. Soll er sich austoben, dann macht er seine 3 Feuerwellen, da springe ich drüber, dann kommt in aller Regel diese 4. Geradeaus, dann muss ich nochmal einmal ausweichen. Vielleicht habe ich dann Zeitfenster, aber mit dieser Welle ist das eigentlich easy peasy, das ist gar kein Problem. Schnitt. So, komm jetzt. Komm jetzt, Reiter! Lalalala. So, jetzt ist Feierabend. Das war dumm. Nein. Hilfe. Oh, Pferd. Gerd, das Pferd. Das Mörderpferd. Gerd, das fiese Mörderpferd. Well.
Vielleicht ist es auch gar nicht die beste Taktik, diese dumme Welle. Die braucht so lange. Ich meine, die macht Spaß und ist geil. Aber wenn ich mich jetzt einfach drauf konzentriere, vielleicht mit einem Blattbild einfach an ihm dran zu bleiben. Ich habe ja dann noch diesen, für diese Rückhandklinge, diesen Ausweichmove. Da könnte ich auch, das würde wahrscheinlich auch ganz gut klappen können. Weil ich nicht weiß, ob der überhaupt Blutschaden nehmen kann. Der sieht so komisch astral aus. So Quicksilber oder so. Scheiße, ich bin hier an der Dingsbums. Ah, fuck. Okay, das ist sehr unangenehm, weil ich hier einfach... Ja, ich bin an der Wand. Ich hing hier leider da bereits an der Wand. Ach. Das war nicht gut. Da habe ich mich da in die Wand drängen lassen. Und wir alle wissen, das darf man nicht. Das ist gefährlich, wissen wir. Und es stimmt. Geronimo! Woohoo! Das kann man hier leider nicht abkürzen. Diesen Fall. Der ist doch gar nicht so schwer. Was mache ich denn jetzt hier die ganze Zeit? Nur ein bisschen konzentriert bleiben. Ah, dumm. Ja, okay, das ist leider bislang immer schief gegangen. Nein, es ist immer das Gleiche. Das ist wirklich original immer das Gleiche. Oh nein, bumm. Das gibt's nicht. Das ist einfach so dumm. Boah, ist das gemein. Jetzt ist es exakt die andere Richtung. Why? Why? Why, why, why? Ach. Guten Abend. Viel Spaß mit dem Schmörreboss. Ich habe den gerade im Hühnerstall erledigt. Sagt Kilo Delta. Okay. Flixbus Gandhi. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Das ist genau der seelische Support und auch monetär, sagen wir ehrlich, den ich jetzt benötige, um diesen Cousin von Kost, den Kost-Cousin, stellvertretend auch für seinen Vetter da aus, nee, jetzt müsste ja auch ein Cousin sein, aus Bloodborne, zu erledigen. Aber die reiten schön der Welle des Lichts entgegen. Ja, genau, natürlich triffst du mich, obwohl ich genau weiß, was du machst. Ne, jetzt bin ich mal dran. Guck mal, hört einfach nicht auf, der Kacknasen-Basilisk. Das ist einfach eine Frechheit. Lass doch mal mich jetzt auch, ich will auch mal mitspielen.
So nehme ich. So nehme ich. Das ist gar nicht so schwer. Man muss so ein bisschen konzentriert sein. Echo der Verwesung. Klingt gut. Nils, hast du eigentlich Bloodborne nach dem Keller durchgenommen, nochmal privat beendet? Nee, nicht. Ich habe aber mal bei dem Bloodborne DLDU mitgemacht und war gar nicht so schlecht. So. So, wie fandet ihr den jetzt? War der vergleichbar mit COS? Habe ich COS nur so schlimm in Erinnerung? Würdet ihr sagen, der war schwerer als COS? Nee, oder? Ich habe ja bei Bloodborne auch nicht dieses geile Schwert. Das hat natürlich jetzt auch ein bisschen seinen Teil dazu beigetragen, muss man fairerweise sagen. COS war viel schlimmer, ne? Ich fand auch, COS war so... COS war der krasseste. Also der ist in meiner All-Time-Liste. Ist COS. Top 5 auf jeden Fall. So, haben wir den hier ausgeräuchert. Das gefällt mir natürlich. Der war ein Zwanzigstel von Koss. Ja, ich fand auch. Ein bisschen beschämt. Also erst, ja, komm mal, die waren eindeutig verwandt. Also es kann mir keiner erzählen, dass es da nicht eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen Koss und dem Typen gibt. Das bedeutet, dass er total, also er hat ein Pferd noch und ist trotzdem sehr viel schlechter als der Original-Koss. Das ist für ihn auch ein bisschen beschämend, denn alle ihn immer nur mit dem sehr viel erfolgreicheren Cousin vergleichen. Guck mal hier. Was haben wir jetzt wieder bekommen für ein Schulbuch? Einlullender Ast. Der einlullende Ast. Was ist das? Huch! Oh Gott! Hallo! Ich weiß nicht, was passiert, aber selbstverständlich erquicke ich mich am Nektar. Gib mir sofort deinen Nektar. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Vielleicht hat sie mich davor gewarnt. Ne, sie bietet es mir an. Gib mir was früher schon. Sie hat mir das 100% angeboten. Wenn sie mich jetzt vergiftet oder so, das wäre super lame. Hier sind ja auch keine Skelette und nix. Wenn sie dazu neigen würde, Leute zu... Okay, sie hat mich vergiftet. Okay. Da war ich wohl zu naiv. So, das machen wir jetzt nochmal. Und jetzt reden wir aber mal auf eine andere Art und Weise. Bin ich jetzt immun? Ey, wisst ihr was? Ich meine, seien wir mal ehrlich. FromSoft ist so ein Spiel, da macht man das dreimal oder so. Und beim dritten Mal stirbt man nicht mehr. Oder beim vierten Mal stirbt man nicht mehr. Oder irgendwie sowas. Das wäre doch so klassisch FromSoft. Dass man dann, whatever, eine Immunität entwickelt oder sowas. Aber ich töte diese Person nicht. Dafür pflücke ich vor ihren Augen ihr die ganzen Nektarblumen weg. Um sie zu ärgern. So, da hier nichts anderes mehr ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich schlage sie jetzt tot oder ich trinke jetzt 25 Mal von ihrem Nektar. Und das mache ich jetzt auch. Da ist er wieder. Ich mach das nochmal, ist mir egal. Ich mach das mindestens dreimal. Ich hab ja nichts zu verlieren. Aber was soll ich hier sonst machen? Also,
entweder es gibt irgendeine Questreihe, die ich nicht habe. Oder ich brauche irgendein Item oder so. Was mich eben... Also es kann ich mir gut vorstellen, dass ich vielleicht ein Item brauche. Was mich daran hindert zu sterben. Was ich vielleicht noch nicht habe. Vielleicht muss ich auch... Nee, ist Quatsch. Immer einfach nochmal. Ich erquicke mich. Gab es nicht mal eine Wand, die man 100-mal hauen musste? Ja, gab es auch. Stellt sich raus, ich bin auch noch gestorben. Tja. Nee, aber das kann doch nicht alles sein. Was mache ich mit der? Ich hau die jetzt nicht um. Das wäre mir zu billig. Ich lasse die auf jeden Fall leben und merke mir das. Ja, nee. Okay, aber ich mache die nicht tot, auf jeden Fall. Die darf noch leben. Und wir merken uns hier mal... Akanda, das ist sogar Saint Trina. Aber war es dann das hier in diesem Gebiet? Ich glaube, ja. Mehr haben wir hier nicht zu erledigen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr mich verarscht. Ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine ernst gemeinte Aufforderung ist. Okay, auch wenn ihr 90% zu 90% euch darüber belustigt, mache ich es trotzdem noch einmal. Und es wird trotzdem nichts passieren. Ich glaube, ich muss irgendwas anderes machen. Entweder ich brauche ein Item, ich brauche eine Quest, irgendwas brauche ich, irgendwas muss ich machen. Aber in jedem Fall ist da hier noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und dann geht er wieder down. Ja, hätte er sein können. Was machen wir als nächstes? Ah! Ey, das ist ja so geil. Ey. Oh, hier, ihr habt mich verspottet, oder? Ihr habt mich komplett verarscht. Ihr habt euch alle über mich lustig gemacht. Ihr habt euch alle über mich lustig gemacht. So. Jetzt ist ja so geil, ey. Ah! Oh, das gibt mir gerade ein gutes Gefühl. Boah, ist das geil. Ich habe mich von euch ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Ich hab gedacht, okay, jetzt ihr verarscht mich, ich bin hier der Depp oder ihr lernt's nicht, haha, er macht's nochmal. Was ein Doofkopf. Habe ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Niemand will ja ein Doofkopf sein. Hammer. Geil. Ja. So, gib mir meine Seelen zurück. Aber warte mal. Was hat sie jetzt gesagt? Also sie hat irgendwas, ich war jetzt so überrascht, sie hat irgendwas von Steinsarg gesagt, Mikella und Steinsarg. Fuck. Mikella, Steinsarg. Ich probiere es natürlich jetzt nochmal, logischerweise. Ist ja klar.
Mikella Steinsarg, irgendwo. Oh. Hat sie das nicht gesagt? Ich soll Mikella aufhalten. Ich soll sie nicht zu einem Gott erheben. Ja, ihn nicht zu einem Gott erheben. Erhebt ihn nicht zum Gott. Aber wer ist sie denn? Dass sie mir so eine Warnung... Da. Ah. Ah ja, genau. Ein Gott in einem Käfig ist für mich verloren. Geil. Das ist ja der absolute Oberhammer. Ganz kurz, war das dieselbe, nur damit ich jetzt nicht nochmal mache, weil wenn bei FromSoft-Spielen dieselbe derselbe Text kommt, dann, das war ein anderer, ne? Das war was anderes, meine ich auch. Das heißt, wir gehen jetzt so lange da diesen Nektar schlürfen, bis sie einfach nichts mehr Neues passiert. Das ist ja einfach nur fantastisch. Okay, das war auch wieder neu. Dann geht das muntere Spielchen wohl weiter. Und nochmal ein bisschen Gift schlürfen. Also sie sagt jedenfalls, wir sollen Mikella besiegen, alles klar. Das heißt, es wird irgendwann einen Endkampf geben und wir können guten Gewissens Mikella erschlagen, weil sie das gesagt hat. Beziehungsweise, weil wir in einem völligen Drogenrausch geglaubt haben, dass es irgendwer sagt. Ja. Genau, das machen wir. Okay. So, ab jetzt wird hier nichts mehr Neues passieren. Aha. Also. Sie soll dort wachsen, wo sich das nektarartige Blut der verlassenen Trina sammelt. Naja. Okay, also. Das merken wir uns natürlich trotzdem. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich bin kein Fan von Backseat Gaming, aber in dem Fall, wo ist die Person, mit der ich reden muss, um da in irgendeiner Form noch eine Quest draus zu machen? Die Gifttante? Das, ich weiß, ja. War das diese hier? Ich glaube, die war hier. Nee.
Da. Die war das. Da an diesem Gift. Hier war das. Da ist das Giftbecken und da war die Gift, die Giftdame. Die war das. Okay. Sie wissen, Sie haben keine Ahnung, was mir passiert ist. I have something I wish to tell you. I'm heading south. I've recalled something that Sir Moore said. He discovered deep purple water lilies blooming on the southern shore. That must be where St. Trina was left to wither away. Oh, okay. Da kann ich ja gar nicht mehr bei ihr einkaufen, wenn sie dann geht. Just give me the word if you need any more poison. Ja, warte mal. Können wir nicht nochmal miteinander reden? To the shore, Sir Moore mentioned. Entschuldigen Sie bitte. I'm heading south to the shore, Sir Moore. Vielleicht muss ich ihr so eine verkaufen. Was ist denn? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, nee. Das war auf jeden Fall die, die wir bei ihr gefunden haben. Ich meine, obwohl, wenn ich ihr die verkaufe, dann weiß sie ja, dass ich sie habe, ne? Aber so funktioniert das Spiel nicht. Dann würde die Option eingeblendet werden. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie hat gesagt, sie geht nach Süden. Sie hat gesagt, sie geht nach Süden. Aber wo? Ist sie wieder bei ihr? Dann ist sie bei ihr. Ist sie bis dahin gekommen? Also wenn sie das geschafft hat, diesen gefahrenvollen Weg alleine zurückzulegen, dann hat sie meinen Respekt. Mal schauen. Ah, die reden! Your poison and the sweet sleep that follows. Oh, please, let me hear your voice. Ich habe sie gehört. Then you too must have paid a visit to St. Trina's garden of deepest purple. I'm drifting off in the sea of her poison. Soon I will hear her voice. Let me be. I won't be long. Naja, bei mir hat's ja auch geklappt, ne? I almost forgot. You mustn't follow my example. Ja, hab ich doch. St. Trina's poison would plunge you into an eternal. Du, ich bin dir schon um Welten voraus. It must be me. And only du willst me. Als Einzige das Wissen haben. Oh, thank you not to lie to me. I am the chosen, not you. Jetzt wird's so eine Nummer. Doze off in the sea of St. Trina. Why would you hear her voice when I cannot? If you should utter these cruel untruths to me again, dann was? I won't be held responsible for my actions. Please, enough. I cannot believe your cheek. And I will stand for it no longer. Okay, wir wissen alle, was passiert. Wir wissen alle, was passiert. Ich werde sie jetzt noch ein weiteres Mal ansprechen. Dann wird sie so sauer sein. Und dann wird sie mich angreifen. Und dann werde ich sie erschlagen. Aber es oder ihn, meinetwegen auch ihn, ist mir doch egal. I will never forgive you. Warum? I will never du bist aber echt wirklich. Ey! I will never forgive you. Warum denn? Weil ich jetzt. Sorry, ich meine, wir haben sogar dieselbe Maske auf. Eventuell bist du auch nicht der Auserwählte. Eventuell bin ich es auch. Guck mal, ich kann jetzt, wenn du willst, vor deinen Augen nochmal so eine. Ich kann dir vor deinen Augen nochmal so einen Nektar schlürfen. Und dann werde ich wieder Worte hören. Und. Also nicht wieder Worte, sondern wieder. Worte hören. Und was machst du dann? Was machst du dann? Erstmal gehe ich kurz ans Bonfeuer, roste einmal.
Gucken, vielleicht ist sie dann tot. I will never forgive you. Oh Gott. For your trespass, you will know my poison. What? Das ist ja so lame. Ey, ich möchte mich entschuldigen für die Lameness. Aber das ist ja wirklich einfach nur lame. Diese Waffe ist zu krass. Ich bin gekommen, um dir jetzt den Gas zu machen. Die Waffe ist einfach immer. Okay, jetzt ist sie tot. Ja, hallo. Ja. Meine Güte. Das war aber jetzt auch wirklich nicht meine Schuld. Ein Talisman, auf dem eine lächelnde Sanctrina abgebildet ist. Eine Vision, die tief im Herzen eines gewissen Mannes besteht. Erhöht die Angriffskraft, wenn in der Nähe Schlaf ausgelöst wird. Nur ich darf davon wissen, von unserem seidigen Schlaf, seiner süßen und zarten Umarmung. Bitte lächelt für mich und nur für mich allein. Okay, das heißt, ich brauche eine Schlafwaffe. Eine Schlafwaffe. Hallo, Holdemite. Ich nehme mal an, die Nektar... You. Die ist ja gleich tot. I was no good to anyone. Beginning to end. Weak as a kitten. And thick as two planks. I suppose dying in disgrace is fitting, in a way. Ah, ja. Please, assuming you spoke the truth back then. Hab ich. What did Centrina tell you? You are a wretched, wretched soul. A nightmare come to plague me. Such a thing could possibly be. Could it? Centrina, please let me hear your voice in my everlasting slumber. Centrina, let in my. Ich verstehe nicht, warum die mir nicht einfach glauben kann. So, glaube mir doch. So, glaube mir doch. Ich glaube, ich muss nicht nochmal so einen Nektar schlürfen. Ich denke mal, da ist alles gesagt. Hä? Kann ich hier die Mox-Kette gar nicht schleudern? Na gut, dann ich glaube nicht, ich mach's jetzt nur einmal. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwas, wer weiß. Wir probieren nochmal. Wenn da nichts mehr Neues kommt, dann haben wir hier alles getan. Und wenn doch was Neues kommt, auch nicht schlecht. Ja, das ist genau das, was wir schon gehört hatten, mehrfach. Aber dann habe ich jetzt ein gutes Gefühl. Das Gefühl, hier alles gemacht zu haben. So, ist die da noch am Start? Huch. Oh, nee, die ist einfach komplett im Todeskampf. Da geht gar nichts mehr bei der. Oh, okay. Meine Schuld. So.
Jetzt machen wir hier noch irgendwas. Die Frage ist hier noch in der Welt irgendwas, bevor wir auf Nimmerwiedersehen sagen und diesen Bereich als abgeschlossen abstempeln? Der Bossraum ist hier relativ leer. Ja, er, okay, Entschuldigung, er. Wie fandest du den Boss? Ja, er war halt, das Schlimmste an dem Boss war, dass er mir Waisenknabe von Koss PTSD gegeben hat. Was ist da oben eigentlich? Da ist doch ein Eingang. Eine Öffnung, aber da kommen wir nicht durch. Da wird es auch nicht weitergehen. Ich glaube, das war's hier dann. So. Okay. Die Frage ist, ob wir hier noch irgendwas machen. Nee, das Schlafschwert habe ich nämlich nicht gefunden, Frau Kolodovic. Aber ich muss ja irgendwas, ich habe ja diese Asche bekommen. Oder diesen Talisman besser gesagt. Und die bringt ja wirklich nur was in Kombination mit einem Schwert, was diesen Effekt auch hat. Und deswegen habe ich mich schon gewundert, wo ich sowas kriege. Aber ich weiß nicht, wo ich noch gucken könnte. Habe ich hier alles erforscht? Kreuz im Riss. Wo kann das denn noch sein, wenn das hier unten ist? Warte mal, ich habe, das war ja eigentlich relativ linear alles. Hallo Tiere. Hallo Tiere, was geht ab? Ich glaube, hier haben wir alles. Wir kamen von da, das ist alles sehr, sehr linear. Wo hatten wir hier noch eine Abzweigung oder irgendwas, was wir übersehen haben? Das ist ja relativ zum Ende des Dungeons. Vor dem ersten Laserwurm. Schon mal runtergesprungen. Hey. Warte mal. Muss ich kurz überlegen. Bin ich da runtergejumpt? Oder war ich da schon mal auf dem Hinweg? Das gucke ich mir gleich nochmal in Ruhe an. So. Hey. So. Also, lass mich mal gucken. Hier, war ich da unten schon? Wieso kann ich hier runter? Wo kommst du eigentlich her? Ich versteh's nicht. Warum kommst du immer mit Verspätung? Unglaublich. So, ich frage mich gerade wirklich,
Weil da ist auch noch ein Item, da war ich noch nicht. Das hatte ich das letzte Mal übersehen. Masse der Verwesung. Aha, guck mal. Pflücke ich hier diese schönen Verwesungen. Ey! Ich glaube nicht zu lange schon, die würde kein Interesse an dem Wurm. So. Au, au, au. Warte, warte, warte. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Die sind ja richtig sauer. Aber wisst ihr was? Ich kann auch. Oh. Nee, okay. Den zuerst. Au! Au! Jetzt hör auf! Schluss, 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 Schluss. Meine Güte. Also. Ja, 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 ich weiß wieder. Hier hatte ich doch das Loch erspäht. Und dann meinte ich nämlich noch, hier kann man irgendwann wieder runterfallen. Genau, ich weiß nämlich genau, wo ich hier bin. Lololololololol. Ey. So. Bleib liegen. Bleib liegen. Geh weg. Spratzis. Okay. So. Das war gut. Dann habe ich hier noch was. Ach, da ist ja wieder so ein Skelly. Darf ich jetzt hier woanders hin? Wo waren wir denn noch? Wegpunkt. Tiefen des Risses. Tiefelittergarten. Kreuz im Riss. Da waren wir noch nicht. So. Da sind wir lang gelaufen. Wir kamen von da hinten, wo diese Kannibalen waren. Und hier haben wir, meine ich, auch schon uns umgeschaut. Aha. Hier gibt's auch noch eine kleine Kletterpartie. Und da ist noch ein. Hier gibt's auch noch so ein paar versteckte Orte. Man muss sich immer die Zeit nehmen, sich umzuschauen. Ich darf da nicht einfach, auch wenn da Gegner sind, darf sich nicht einfach ablenken lassen. Au, au, au. Oh, ne, geht. Was hier? Nix. Hier sind. Das ist eine Sackgasse. Diese ganzen Ekelhaftigkeiten sammeln wir mal ein. Da ist noch ein Item. So. Wisst ihr was? Einfach weil ihr mir einen Hinterhalt gelegt habt. Und es so viel Spaß macht. Tschüss.
Oh, Popo, tatsächlich. Hammer. Nebel des ewigen Schlafes. Er schafft einen violetten Nebel, der sich über einen weiten Bereich vorwärts ausbreitet. Belegt Gegner mit ewigem Schlaf. Verursacht ewigen Schlaf. Ja. Weiß er damit natürlich gar nicht. Nicht so schlecht. Super Humpty Dumpty. Vielen Dank. Hadref, was geht ab? Hallo Hadref. Rohrteppich. Das gefällt mir sehr gut. Auch dir herzlichen Dank für den Support, lieber Rohrteppich. So, haben wir jetzt hier alles? Ich glaube fast schon. Wir haben jetzt hier diese coole Asche, dieses neue Schwert. Wir haben diese lustige Quest da gemacht. Also, fühlt sich gut an. Hier haben wir viel getan. Wir haben immer noch hier diesen Gegner. Hier müssen wir auch noch mal hin. Sie hier hat uns ja erzählt, irgendwer treibt hier noch sein Unwesen. Vielleicht kommt man da von hier. Vielleicht von hier. Da haben wir das schon gemacht und dann kommen wir hier vielleicht rauf und dann da so rüber. Weiß ich gar nicht mehr. Das könnten wir auf jeden Fall als nächstes probieren, wenn wir... Und wir probieren das einfach mal. Ja, Dopamin, da hast du recht. Das ist vielleicht bald der Fall. So. So, wir werden jetzt mal in den Osten galoppieren und gucken wir mal, ob wir da... Tief im Osten. Guck mal, da hinten. Kommen wir da am Strand lang? Das müsste eigentlich gehen. Ach ja, ja. Hier waren ja diese Ekelhaftigkeiten. Genau. Oh, diese Hände, die sind sich sehr, sehr unangenehm. Oh Gott, das war relativ hoch. Ja, recht unnötig. Recht unnötig. Eieieiei. Der Aki. Der Aki, vielen Dank. Oh, lass mich in Ruhe. Nein. Ey. Das war überhaupt keine freundliche Geste. So, warte. Warte. Da. Wo sind wir runter? Da sind wir doch runter eigentlich. Oder bin ich von der anderen Seite? Doch, wir sind doch da. Ne, hier. Wo bin ich gerade runtergesprungen? Da muss es doch sein. Da hinten, ja, ich habe sie gesehen. Los, auseinander! Ey, mach Platz! So, da liegen sie. Komm ich von hier da ran? Müsste gehen, ne? Ja. So. Komm, ey, aber das überlebe ich doch, oder nicht? Aber die ekeligen Hände, die interessieren mich gerade, ne? Ah, aber die interessieren sich für mich. Eine sehr einseitige Interessenssituation. So, und ich wollte jetzt mal gucken, ob ich da am Ufer entlang galoppieren kann. Der ist mir komplett egal.
Du musst doch eigentlich gehen. Aber sowas von geht das. Guck mal, ich bin Moses. Ja, ja. So, was haben wir denn hier Feines? Weitere Hände. Oh, was ist das hier? Da, guck mal, die liegt auf der Lauer, diese Hand. Haha, die hält mich wohl für einen sehr untalentierten Helden. Dass ich sie glaubt, ich falle darauf rein. Ugh. Gespannt. Da ist die nächste Falle. Niederträchtiger Versuch. Oh, hier ist ein Item. Oh, und eine Falle. Aha. Hier geht's in die Tiefe hinab. Okay. Grässlich, wie die da auf der Lauer liegen, diese Hände. Aber ich mach da nicht mit. So. Ja, das war so klar. Also, dass das früher oder später passiert, war unausweichlich. Insbesondere, wenn man eine große Klappe hat. Ja, und jetzt? Kommst du runter, oder? Dann ist sie richtig wütend. Muss sie sich wieder neu einbuddeln. Ist mir egal, ist nicht mein Problem. Erstmal ein Item. Erstmal so eine Lilie. Ja, nehme ich mit. Okay. Ach du grüne Neune. Genau. Das sieht. Oh. Das nehme ich sehr gerne mit. Die Fingerruinen von Rhea. Kann ich mich auch einmal kurz hinsetzen? Sind die in irgendeiner Form verwandt mit den Fingern, die wir da am Strand sehen, oder ist das purer Zufall? Oder werden die irgendwann zu so einen riesigen steinernen Fingern, wenn sie sterben oder so, dass sie dann so aussehen? Wir haben ziemlich viele Seelen. Aber das reicht noch nicht für ein Level. Da kleben die an der Wand, diese Bestien. Ach. Meint ihr, das klappt? Nö. Oh, es ist ja herrlich. Es ist ja einfach nur herrlich. Es ist einfach die beste Waffe. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Es ist einfach die beste Waffe. Fantastisch. Ich fühle mich so sowas von entspannt mit diesem Schwert. Sollen sie doch alle kommen? Ist es ein Ei? Ein altes Drachenei? Oh nein, es gibt ja auch noch sowas. Das ist halt wieder so ein ekelhafter Blutekel. Wie sind das? Also in dieser Welt gibt es wirklich nur unangenehme Kreaturen. Was ein ödes Land. Ah, das sieht einfach so gruselig aus, wie die da oben hängen.
hier irgendwelche Dungeons? Hallo? Tschüss. Ach, guckt euch das an, ey. Wer auch immer die designt hat. Ja. Also, wir bleiben dran. Wir reiten erstmal den... Ja. Erstmal alles hier platt. Da-da-da-da. Der hat auch so einen Fernkampf. Da hier so ein. Damit kann der mich nämlich einfangen, wenn er will. Ah, dieses Zucken am Ende noch, das macht mich immer komplett wahnsinnig. Ich wollte nochmal das hier machen. Aber vermutlich gibt es da nichts zu holen. Schwarzen Felswand. So, was ist das hier für ein Ritual? Was ist das? Oh, 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 oh. Was? Ich kann hier... Aha. Wer war denn hier gerade? Der war der Neue, ne? Ach, hier kann ich die... Ah. Oh. Ich glaube, das fängt hier gerade hardcore an zu gewittern. Ey, wisst ihr was? Da kann man ja aber nur die verdoppeln, die man noch nicht benutzt hat, ne? Gibt es irgendeine Waffe, von der es sich lohnt, zwei zu haben? Alle? Alle? Auch welche, jene, die ich schon benutzt habe? Okay, das ist natürlich geil. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gab, wo ich gerne zwei von hätte. Ach so, ich kann die gar nicht zweimal bekommen, ne? Muss ich einen NG Plus Run machen und dann kann ich die erst bekommen. Ja, okay, aber wir können uns ja mal hier auf die... Da können wir uns ja mal so eine Markierung hinsetzen. Und zwar... Tja. So ein Diamant. So, haben wir uns Malekiths Waffe schon geholt? Ich weiß nicht. Wir haben die haben wir schon benutzt, die Asche. Ja, ich weiß nicht. Wir merken uns das einfach. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich verdoppeln will. Aber wenn wir nochmal das Bedürfnis haben, komme ich einfach hierher. Haben wir gefunden, ist doch gut. So, dann müssen wir aber da nochmal runter. Sitzt du denn? Ist das noch so eine Widerwärtigkeit da oben? Ja, ne? Da sitzt sie. Gut. Dann müssen wir hinab. Und da geht's runter. Diverse von diesen Würmlingen. Die müssen wir direkt mal anreiten. Bevor die mich zum Saugen haben wollen. Neigen dazu, ungebeten anzudocken. Oder? Das sind doch so Sauglinge. Dachte ich. Das
Tal der Finger. So sieht das aus. Gibt's hier einen Bossfight? Kommt hier dieser Typ? Von dem wir schon so viel gehört haben. Dessen Namen ich natürlich gerade vergessen habe. Oh, da sind überall diese Sauglinge. Was wollen die denn eigentlich aussaugen? Hier ist doch eigentlich nichts. Nur Prädatoren, aber keine Opfer. Es gibt hier nur diese Finger und diese Saugis. Vielleicht ernähren die sich gegenseitig. Kann doch sein. Diese kleinen Hände werden von den Saugis gefressen. Und die, die es schaffen, groß zu werden, die fressen dann wiederum die Saugis auf. Und die großen Hände, die füttern die kleinen Hände. Damit die überhaupt groß werden können. Das ist ein endloser Krieg zwischen diesen beiden ekelhaften Spezies. Nein. Ein Pony gehauen. Hier ist eine Krapschblume. Ein Fingerling. Ein Fingerling. Was für eine tote, unwirtliche Gegend hier. Gibt's hier Geheimnisse noch? Verborgen. Irgendwo. Weil spritzt da das Wasser runter. Ach, mehr von den Wurmlingen. Nein, wir wollen das lassen. So, der hat zum Glück in die falsche Richtung geguckt. Hier wächst ein bisschen was. Hier wächst ein bisschen was, ne? Da geht's dann... Oh nein, jetzt schießt der auf mich. So, ich bin aber noch nicht bereit, hier durchzureiten. Das Gefühl, ich komme dann, komme ich dann? Das gucken wir uns gleich an. Ich will erstmal noch dieses Tal hier weiter in Augenschein nehmen. Guck mal hier, da ist doch schon wieder was. Perlmuttartige Schuppe. Na, wenn das nichts ist, du. Ansonsten ist hier wirklich einfach alles karg. Karg und tot und unwirtlich. Sieht auch alles gleich aus. Einzig diese Würmer, die da noch nicht besiegt sind, zeigen mir, dass ich hier noch nicht war. Boah. So, ich bin jetzt ja eigentlich außen einmal so lang gerannt an der Schluchtmauer, aber im Inneren war ich noch nicht wirklich. Aber da hinten ist auch noch so ein Wurm, also ich reite erstmal außen lang und dann wage ich mich nach innen. Was da noch ist. Ekelhaft! Ich würde gerne die Geschichte von den Fingern hier wissen. Wir haben ja auch diese Fingerthematik. Also diese übergeordnete Fingerthematik, ne? Mit den Fingerleserinnen und so weiter. Ob das hier halt in irgendeiner Form muss das ja damit zu tun haben. Aber was genau, ob die. Ja. Was ist genau deren Job hier? Warum sind die hier?
Die Geschichte erfährt man hier, okay. Da oben ist noch so eine unschöne Hand, die klebt da dran, das ist mir egal. Soll sie da kleben bleiben? Ich glaube jetzt. Ja, jetzt ist sie da runtergespratzt oder was? Nee. So, jetzt gehen wir mal in die Mitte. Tschüss. Kleinen Fingerling nehmen wir noch mit. Und jetzt reiten wir in die Mitte. Ah, gehen wir einfach weg. Auch wenn die jetzt gar nicht so viel Schaden machen und ansonsten auch keine unüberwindbare Bedrohung darstellen, sind die einfach aufgrund ihrer Ekelhaftigkeit einfach immer wieder ein ungesehener Gast. Was ist das? Achso, das ist einfach nur ein Sonnenfleck. So. Ja. Au. Au. Ja. Weiter gen Mitte. Wo befinden wir uns? Ja. Wir ziehen den Kreis enger sozusagen. Mal da oben. Da hängt auch so eine Ekelhaftigkeit. Seht ihr das? Die wartet darauf, dass ich den hier platt mache und dann kommt die mir ins Gesicht gesprungen. Feige Sau. Da ist sie. Siehst du? Die ganze Zeit auch gewartet. Aber leider für sie, habe ich sie entdeckt. Man muss immer wachsam sein. So, jetzt ziehen wir die Kreise aber mal enger. Was ist hier noch? Fingerscharten hier. Ey. Wo war das denn? Hat irgendwas auf mich gefeuert. Warum? Ist hier überhaupt irgendwas? Oder ist es einfach nur totes Land, in dem ein paar Gegner rumlaufen? Also das ist noch eindeutig so Fingerspuren. Da hat euch jemand seine Finger hier durchgezogen. Wie ein Kind in der Sandkiste. Oh! Was ist denn mit dir los? Die haben die gleiche Attacke wie diese komischen Maden. Die sehen auch ein bisschen aus wie Aale, Blutegelaale. Was flattert da so? Ich habe das Gefühl, die hören überhaupt nicht mehr auf zu existieren. Das sind super viele von den Viechern. Da hinten habe ich auch noch einen erblickt. Ich mache das auch nur, um mich zu orientieren, weil überall, wo welche sind, da war ich halt noch nicht. Das ist der einzige Grund. Okay.
jetzt da gestorben wäre, das wäre wirklich sehr lächerlich gewesen. Aber bin ich ja nicht. Hab ich alles einkalkuliert. So, zurück in die Mitte. Was ist denn hier noch? Hier muss irgendwas sein. Irgendeine Höhle, irgendein Gegner, irgendein Ereignis. Guck mal, hier ist doch auf jeden Fall irgendwas Altarartiges. Hier. Da. Guck mal, das habe ich gesucht. Das ist ja auch das Zentrum. So, da muss ich jetzt gegenschlagen. Dann ertönt etwas und das lockt den Boss raus. Oder? Ich klopp dagegen und dann erwacht was. Nein. Das stimmt einfach gar nicht, was ich gesagt habe. Aber ich gebe mich noch nicht zufrieden. Ja, da komme ich nicht einfach rauf. Also, das ist eine Art Kokon. Der ist aufgehängt an diesem Stalaktiten da. Ah, warte. Ah, da stand was. Oh ja. Stalagmit. Oh, ich muss da reinpusten. Okay, es ist ein Blashorn. So, und... Oh. Aber ich hätte damit gerechnet, der Ton wird einen Boss anlocken. Ist aber gar nicht so. Verstärkt die Lebenspunkte-Regeneration einer Flasche mit Purpurtrin deutlich. Okay, das ist cool. Das gefällt mir. Ja, das ist das Zentrum. War es das schon? Wir haben ja wirklich alles gewissenhaft abgeritten, oder? Weiß nicht, ob man vielleicht hier sogar hochkommt, da noch diesen Weg. Ich glaube, wir haben ja alles jetzt gesehen. Immer diese zynischen Kommentare, ne? Und wenn man dann was übersieht, dann heißt es auch wieder, guck doch gründlich. Ich guck mal kurz hier. Geht das hier so durch? Ist hier eine Schlucht? Öffnet sich hier der... Nee, das sieht nur so aus. Okay. So, dann gehen wir mal dahin, wo ich vorhin... Genau da wollte ich noch mal kurz gucken. An der Seite. Also da ist das Ding. Da geht's halt hoch. Hey. So, hier wollte ich noch einmal reingucken. Da hinten ist auch noch so ein... Steht noch so eine. Da, wo sind sie? So ein Blutegel. Da, zwei, drei Blutegel wohnen da noch. Das deutet natürlich darauf hin, dass ich da noch gar nicht gewesen bin. Wir reiten jetzt hier rauf. Hey, hi! Hä?
Okay. Warum ist das geschehen? Kinder, wenn ihr das gesehen habt, dann merkt euch für die Zukunft: Reitet nicht blauäugig in den Tod hinein. Oh, das Gewitter kommt, Leute. Das Gewitter kommt. Ich höre es hier richtig rumoren. Das waren schon eine amtliche Anzahl Seelen. Da könnte man schon mal nachsuchen gehen. Aber jetzt wieder an diesen ganzen Blutegeln vorbei. Bin ich da einfach komplett stumpfsinnig runtergeritten bin. Da die diese Homing-Viecher haben, mache ich die mal lieber platt. Keine Lust, dass sie mir in den Rücken fallen, dann ist man nämlich relativ schnell tot. Aber da geht's auch nicht weiter. Hier ist. Warte, erstmal du noch. Hallo. Ja, die sind nämlich echt nervig. So, hier geht's hoch. Da ist der nächste Egelmann. Versteckt sich da. Und ist grundsätzlich eine gute Idee, aber hilft ihm jetzt auch nicht weiter. Ekelhafte Hände. So. Die können jetzt nicht mehr groß werden, das ist auch nicht schlecht. Ja, tschüss. So. Läuft die mir hinterher? Oh Gott, die hat ihre fleischige Verwandtschaft dazu geholt. Haben die noch? Ja. Jetzt unterhalb des Drachenflügels. Da ist eine Kralle des Flügels. Ohoho, was ist denn hier? Oh, eine Hütte mit einem Geist. Hallo Geist. Was gibt's zu vermelden bei dir? Meine Theorie ist bewiesen. Aus diesen Ruinen stammen die Fingerkriecher. Was? Jetzt muss ich also diese Glocke läuten. Was? Wie? Die habe ich doch schon geläutet. Schuss der erhabenen Mutter. Ja, das hat wohl nicht geklappt. Das habe ich ja dann gemacht. Handbuch des Fingerwebers. Der schimmernde Nagel. Ja, ich wurde schon häufiger darauf hingewiesen, dass mir noch ein Upgrade für meine Flasche fehlt aus dem Hauptspiel, was natürlich töricht ist, aber ich weiß nicht, wo ich das finden kann. Also ist ja theoretisch überall versteckt. Ich weiß ja nicht, welche ich verpasst habe. Was ist das hier für ein Ochse? Das ist ein Bär. Oh, zwei Bären. Ah. Meister Petz, ein Blutbär.
Klumpen Fleisch. Da schläft, glaube ich, noch ein weiterer Bär. Ich lasse ihn schlafen. Vielleicht tut er auch nur so, als wenn er schläft, weil er genau weiß, dass wenn er wach wäre, müsste er mich angreifen. Das sagt die Bärenehre. Aber es wäre gleichzeitig auch mega dumm von ihm, weil er natürlich weiß, dass er keine Chance hat gegen mich. Feierabend. Das ist nur diese Hütte, ja? Die Hütte des Fingerwebers. Mehr ist ja nicht. So scheint es mir. Ich glaube fast, das war's hier an diesem Ort. Hier kommen wir ja auch die Schlucht nicht hoch. Also ist eine Sackgasse. Und dann können wir wieder weg. Unter den mächtigen Schwingen. Wie so eine Markise. Okay. Wo gehen wir als nächstes hin? Guck mal, der da oben. Der Wahnsinnige. Da oben. Da, in dem Fluss. Steht da. Da kommen wir ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, hier oder so. So. Da wollen wir nicht runterfallen. Jetzt suchen wir uns was, einen weiteren Ort des Abenteuers. Wir machen eine kleine YouTube-Pause. Was haben wir erlebt heute? Viele Sachen, finde ich. Wir haben viel erlebt, viel Spaß gehabt. Wir machen eine kurze Pause. Beim nächsten Mal reiten wir weiter. Wir haben noch so viel zu tun. So viel zu tun. Bis zum nächsten Mal, Leute.